Volker Seifert ist Webentwickler. Bis vor kurzem war er selbstständig. Spezialgebiet: individuelle Online-Shops. Die Geschäfte liefen gut. Heute gibt es seine Firma nicht mehr. Schuld ist ein sogenannter Patenttroll. Ja, also als der Brief von dem amerikanischen Anwalt kam, war ich erstmal geschockt. Angeblich hätte ich irgendwelche Patente verletzt. Die Lizenzgebühr war riesig. Aber vor allem wusste ich gar nicht, was ich überhaupt falsch gemacht habe. Streit um Patentverletzungen sind eher aus den Reihen internationaler Großkonzerne bekannt. Dort sind schon winzige Details hunderte Millionen Euro wert, wie etwa im Streit um die erlaubte Form eines Tablet-PCs. Patenttrolle haben aus diesem Umstand ein Geschäftsmodell entwickelt. Und das funktioniert so. Zunächst kauft der Troll Patente für Technologien auf. Trolle finden sich oft in den Reihen vermögender Anwälte mit hoher Kreditwürdigkeit. Große Konzerne wie Motorola verkaufen bei knappen Kassen ganze Patentpakete zu Schleuderpreisen. Ein gefundenes Fressen für den Troll. Doch der plant nie, mit den Patenten jemals etwas herzustellen. Sein Geschäftsmodell besteht vielmehr darin, andere Firmen zu finden, die diese oder eine ähnliche Technologie nutzen. Wissentlich oder unwissentlich. Der Troll fordert dann hohe Lizenzgebühren. Wer nicht zahlen kann oder will, wird verklagt. Für viele Unternehmen bedeutet das das Ende. Wissenschaftler schätzen den Wertverlust der betroffenen Technologieunternehmen auf mehr als 80 Milliarden Dollar jährlich. Der Schaden für die Volkswirtschaft ist enorm. Die Innovationskraft der Branche gelähmt. Vor allem in den USA. Dort floriert das Trollunwesen schon seit den 90ern. Schuld ist das US-Klagesystem. Anwälte werden nur bei Erfolg bezahlt. Die Gerichtskosten hängen nicht vom Streitwert ab, sind also niedrig. Der Troll hat nur wenig zu verlieren und kann so eine ganze internationale Lieferkette verklagen. Auch Unternehmen in Deutschland. Professor Wolf-Michael Nietzer verteidigt die Opfer. Für die juristische Geldmacherei hat er kein Verständnis. Laienhaft würde man sagen, sittenwidrig. Das ist das, was einem sofort in den Sinn kommt. Ausbeuter, Wegelagerer. Also ich habe da schon alles gehört. Aber man muss natürlich sagen, sie bewegen sich immer noch auf dem Boden der Legalität. Sie kaufen ein Patent und schauen, wie sie das Patent zu Geld machen können. Im Prinzip verteidigt ein Patenttrollunternehmen also nur legitime Rechte. Doch besonders im Softwarebereich lassen die USA oft Patente zu, an die ein deutscher Unternehmer nicht im Traum denken würde. Ich habe halt einfach programmiert. Ich wusste gar nicht, dass es Patente auf solche Anwendungen gibt. Woher hätte ich das wissen sollen? Ich kann doch nicht in jedem Land vorher nachfragen, was für Patente dort gemeldet sind. Auch wenn es an deutschen Gerichten noch kein Massenphänomen ist, gibt es auch gute Gründe für Patenttrolling in Deutschland. Es ist hier beispielsweise recht leicht, ein Verkaufsverbot durchzusetzen. Der Druck auf die Opfer steigt. Von Seiten des deutschen Gesetzgebers sehe ich momentan keine Bestrebungen, einem möglichen Wildwuchs, der sich auch nach Deutschland hineinentwickeln könnte, Einhalt zu gebieten. Man muss sich mit den Mitteln des deutschen Zivilprozesses verteidigen. Ich sehe da also noch keine Rückendeckung durch den deutschen Gesetzgeber. Im Gegenteil. Ab 2014 will die EU europaweit ein einheitliches Patentrecht einsetzen. US-Firmen haben es ab dann noch leichter, deutsche Firmen auf Patentverletzungen zu verklagen. Und auch europäische Gerichte spielen den Trollen in die Hände. Also ich sehe mit großer Sorge, wie auch manches Unternehmen in der deutschen Industrie, dass die Bestrebungen der EU dahingehen, dem amerikanischen Zivilprozesssystem mehr und mehr den Weg zu öffnen nach Europa hinein. Ich sehe eher das Risiko, dass sich mehr und mehr Patentrolle auch mal Richtung Europa bewegen werden. Risikokapital für das lukrative Troll-Business ist in den USA mittlerweile immer leichter zu haben. Die Zukunft des Trollunwesens in Europa ist also erstmal gesichert.